Das System bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Bilder zu importieren. Dies können Sie über das Bild-Icon in der linken Werkzeugleiste tun. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie PNG, SVG, JPEG oder PDF-Dateien hochladen können. Bitte beachten Sie Folgendes. Sollten Sie an dieser Stelle eine PDF-Datei hochladen, wird diese vom System in ein Bild umgewandelt. Möchten Sie Ihren Flucht- und Rettungsplan hochladen und diesen bearbeiten, importieren Sie Ihre PDF-Datei bitte über den Import. In diesem Beispiel wähle ich eine Bilddatei, in der ein Logo hinterlegt ist, und platziere es.